ballert, sondern so bearbeitet, dass ich die Shadowplay-Aufnahmen habe. Sprich, den Stream müsste ich eigentlich auch nochmal hochsetzen. Ist halt die Frage, ob ich das will. Oder ob ich vorher, hey, grüß dich, Frankie. Ist halt die Frage, wann ich die Streams als Let's Play hochlade. Resident Evil 2, das habe ich hier am letzten Stream mal so ein Real-Life-Let's Play gemacht, wo ich euch mal gezeigt habe, wie man die Folgen alleine bearbeitet. Da bin ich noch nicht ganz sicher, ob ich da ein Endscreen reinmachen soll oder nicht. Weil ich habe ja mit dem Zui gequatscht und habe dann einen, wie heißt's? Er hat ja gesagt, mach die nicht länger als 15 bis 20 Minuten. Justin hat es ja auch gesagt, deswegen nehme ich das auch so. Aber für 20 Minuten ist mir der Aufwand von einem Endscreen zu hoch. Ich habe auch gerade eben gegessen. Wenn du zurückspulst, siehst du das. Und da habe ich einfach ein bisschen mein iPad gestreamt. Ich finde es eigentlich ganz geil, dass das alles, dass ich das mittlerweile alles original hinkriege und nicht mehr irgendwie so. Ich warte jetzt immer noch auf das Okay von Elnor Sacrifice. Da habe ich hier auch Dingsbums gemacht. Einen schönen Endscreen, den haben wir uns gestern reingezogen. Als wir dieses ekelhafte Witcher gespielt haben. Witcher ekelhaft im Sinne von, okay, hier muss ich hin, aber ich werde das Spiel so spielen, wie ich es selber spiele. Das bedeutet, wenn ich etwas erkunden möchte, dann werde ich das vorher erkunden. Ich werde aber jetzt nicht 100% rumeiern. Bedeutet, ich versuche das mitzunehmen, was geht. Gott, überall Leichen. Die Kreaturen haben sie getötet. Sag aber Bescheid, wenn das Spiel zu leise ist. Jonah, Abby. Hey, Lara. Ich habe was gesehen. Trinity wird gejagt von irgendeiner Kreatur. Was? Sie hat Zischlaute gemacht und war sehr schnell. Lara, das klingt wie die Legende von den Starkos. Soll das ein Witz sein? Nein. Ich weiß, was ich gesehen habe. Bist du in Sicherheit? Ja, ich bin auf dem Rückweg. Yay, ist alles voll. Super. Versteckte Herausforderungen, die muss man leider ertesten. Das bedeutet, entweder auswendig spielen oder nicht. Da ich das nicht mache. Kam ich nicht von da? Stimmt, ich muss da jetzt wieder hin. Ah ja, stimmt, genau. Da war ja das Dingsbums. Das Dokument, wo ich ja später erst reinkam. Mit dem Bogen macht, der sieht geil. Der sieht geil aus, aber ich mache nicht genug Schaden. Da ich mein Aiming kenne, muss ich gestehen, wird es ein bisschen doof, wenn ich da jetzt großartig anfange, zu versuchen, zweimal zu schießen. Das kriege ich nämlich nicht hin. Lädt? Okay, das hatte ich jetzt noch nicht. Ich will aber vorne mal zum Händler meine Ressourcen ein bisschen dezimieren. Spinne, wo bist du? Da! Aber noch keine Ahnung, wie man da diese Gifte herstellt. Falls es laggt, ich weiß nicht, ob es da dran liegt. Ich denke, ich kann dir helfen. Siebenmeilengurt, Baumwoll- und Lamawollgurt von unbekannter Herkunft. Erhöht die Menge herstellbarer Munition.
Viel Spaß. Klingt gut. Was haben wir denn hier? Stoff. Ich verkaufe man alle mal so. Ausgezeichnete. Ein Drittel. Holz. Von denen kaufe ich ja ein Drittel durch 16, 84. Ja, so macht 16, man 24, Geschäfte. Jo, hier 7, so dass ich ein Drittel Platz habe. Ausgezeichnet. Habe ich jetzt eins zu viel verkauft? Okay, davon habe ich noch. Nice. Obwohl ich sagen muss, Rise of the Das normale Tomb Raider war schon geil. Ja, so das Rise of the Tomb Raider habe ich mir noch nicht, hat mir jetzt nicht so ultra gefallen wie das erste. Die Location war halt in Sibirien. War sehr kalt. Ich muss Jonah da treffen. Ich habe ein neues Outfit. Da würde ich gerne noch mal in Basis. Ach komm, drauf geschissen. Jonah? Wir sind unten. Ah, hier seid ihr. Hey, die Gemeinde unter mir macht wieder Krieg. Habt ihr schon reingesehen? Wir haben auf dich gewartet. Was wir da wohl finden? Auf dem Bild waren Prüfungen abgebildet. Alter, das ist Holz. Ich kenne einen anderen Weg. Okay, ich gehe vor, wir treffen uns dann dort. Leute, das ist Holz. Gut, Weg zur verbotenen Stadt. Will ich da runter? Wahrscheinlich. So, hier konnte ich jetzt keinen Kopfsprung machen. Da schon so Sachen wie Atem des Kaimans und so einen Scheiß hab, werde ich nicht wie bei den vorherigen Streams versuchen, mit der Lara die Luft anzuhalten. Als Basisfähigkeit kriege ich das hin. Aber nicht mit... Warum wird das so knapp? Hey, Bluppi, grüß dich. Da ist eine Moräne. Och nee, sag bloß, ich muss mich vor denen verstecken. Scheiße. Lieber Xbox One Controller, warum musst du denn jetzt so beschissen vibrieren? So, Justin kommt später. Das ist gerade kurz AFK. Boah, du Ratte! Warum muss sie dreimal darauf zustechen? Ist das mies. Und der Wasserpassagen sind nicht ganz so geil, finde ich. Die sind ein bisschen viel. Jonah, ich bin jetzt in einer Art Höhle. Es gibt Anzeichen, dass hier Menschen waren. Jonah? So, ich will trotzdem erst nochmal hier runter. Diese Wälder sind immer ganz gut. Vor allem gibt es da hinten ein bisschen Kohle. Muss ja gestehen, ich habe mich so ein bisschen drauf gefreut, bei Shadow of the Tomb Raider weiterzumachen. Ja, komm, ein paar Pfeile kann man sich machen. Feuerpfeile haben wir fertig.
Aber wir hatten ja auch noch Witcher gespielt gestern. Von daher bin ich eigentlich ganz froh, dass wir jetzt mal bei Witcher einen Cut gesetzt haben. Und bevor es jetzt großartig mit Skyrim losgeht, würde ich sagen, hauen wir einfach mal hier bei Shadow of the Tomb Raider weiter. Falls du mich hörst, ich glaube, ich bin auf dem Weg. Bei der Spinnenprüfung. Ich versuche, nach oben zu kommen. Weil das ist ein Spiel, was ich noch nicht so gut kenne. Ich hätte nach links durchgemusst. Feine Dame, die macht Jagd auf Spinnen. Oder war das egal? Ah, okay, ich verstehe. Dann bin ich doch richtig gelaufen. Normalerweise führt mich mein Instinkt immer... Der sagt mir, wo ich lang gehen muss. Dann gehe ich immer den anderen Weg, um irgendwie alles zu erkunden. Wie gesagt, ich bin ja kein Shooter-Typ. Also Borderlands 2 oder so sind schon ganz geile Sachen, aber das kriege ich nicht so wirklich hin. Von daher... wie so Erkundungs-Survival-Spiele oder... sowas wie Shadow of the Tomb Raider, also Tomb Raider selbst, ganz soweit okay. Nicht die ersten, die sind überhaupt nicht so mein Fall. Das einzige Shadow, das einzige Shadow, was ich gespielt habe, viel zu viel Shadow, Shadow of the Tomb Raider, Shadow Play und so weiter und so fort, auch nee. Das einzige, was ich wirklich gespielt habe, an den älteren Tomb Raiders ist nicht das von 2013. Das habe ich zu 100% gespielt. Zweimal sogar. Einmal casual und einmal gesagt, okay, jetzt haust du es wirklich zu 100% durch. Das war von der Masse her perfekt. Rise of the Tomb Raider haben wir ja auch gemeinsam im Stream gespielt. Das Problem dabei war, dass es dann vielleicht für 100% dann doch zu viel wurde. Unglaublich. Oh, das macht Spaß. Jonah, ich bin an der nächsten Prüfung, dem Adler. Ich denke, sie hat... irgendwas mit dem Wind zu tun. Mein Kurs bleibt fest. Gehe jetzt nach unten. Da ist ein unterirdischer Fluss. Gut. Rise of the Tomb Raider selbst, so das Spiel selbst war sehr geil. Vor allem dieses Schleichen und Sneaken und allem drum und dran. Hat mir persönlich, das war da eher im Fokus. Das war soweit okay. Das Einzige, was mir bei, wo man halt sagen muss, Kritik an Rise of the Tomb Raider war... Sachen. Was steht wohl am Ende dieser Prüfungen? Die verborgene Stadt, hoffe ich, aber was noch? Antworten. Ich erwarte, Antworten zu finden. Habe ich den eingesetzt oder den hier? Nicht upgraden. Was ich auf jeden Fall sagen muss, ist, Rise of the Tomb Raider hat mir so an sich auch super gefallen. Man hat auch ein bisschen mit der Lara zusammen gespielt. Wie, ich habe nur den Ressourcenbogen. Gut. Ich nehme die. Mach trotzdem die Upgrades, dass ich zumindestens da ein bisschen Ressourcen wegkriege. Bevor ich jetzt mein Dingsbums komplett verliere, mein... Gewährt Bonus-EP für das Erlegen von Tieren ist vielleicht ganz gut. Abenteurer, Überlebende, das ist aus dem ersten Teil. Das gefällt mir persönlich eigentlich ganz gut. Besser als die neue Lara. Auch das Gesicht ändert sich. Kommando gefällt mir persönlich ganz gut. Wüstentanktop ist auch okay. Infiltrierer. Pommes General, falls du noch zuguckst, was dir wahrscheinlich Geisterhaut. Ah ja, stimmt, das geht auch noch. Was dir persönlich ganz gut gefallen könnte, ist wahrscheinlich eines der letzten. Das hier. Dunkle Engel. Oder das aus Tomb Raider 2. Das muss nicht sein. Oder Bomberjacke.
aber das passt einfach nicht in die Umgebung, weil die Umgebung sich dementsprechend leider nicht anpasst. Ich würde gern bei dem Forscher erstmal bleiben. Ich kann neue Sachen herstellen, okay. 7 Meilen gut. Das war natürlich ganz gut, aber dafür fehlen mir Dingsbums. Ich bleib erstmal beim Forscher hier. Fähigkeiten. So, den habe ich ja durch ein Grab erlernt. Krallen des Adlers. Benutzen Sie einen Seilfall von Ästen, um Feinde zu töten und aufzuknüpfen. Atem des Kaiman. Atem des Kaiman 1. Sie können schneller schwimmen. Sie können unter Wasser die Luftlänge anhalten. Stapelt sich mit Atem des Kaiman 2. Ist das jetzt das? Was ist das? Nadel der Echse. Überreste Outfits benötigen weniger Ressourcen. Um ihre Führer, das brauche ich eher weniger. Schlinge der Viper. Sie locken... Stellen Sie Lockfallen aus, um feindlich... Stellen Sie Lockfallen aus feindlichen Leichen her. Feinde werden angelockt und lösen eine tödliche Schrappexplosion aus. Oh, das klingt eigentlich ganz gut. Umhang der Boa. Automatisches Plündern von Feinden. Oh, das ist gut. Stellen Sie Lockpfeile her. Feinde werden angelockt und lösen eine tödliche Giftwolke aus. Das ist vielleicht ganz gut. Jetzt habe ich nur noch einen Fähigkeitspunkt. Das passt aber. Eile des Kaiman, Atem des Kaiman. Ich wette mit dir, das ist Dingsbums. Atem des Kaiman 2. Gut. Wunderbar. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Ich könnte vielleicht hier beim Jäger noch was machen. Hier, List der... Nee, warte mal, was ist das? Keine Ahnung, was für ein Dingsbums das ist. Hier, oder? Blick des Adlers. Sehen Sie Artefakte, Monolithen, Archivarkarten, Schatztruhen mit Überlebensinstinkten. Das ist ganz nice. Ich glaube, hier sollte ich auch mal ein bisschen was investieren. Um Tiere besser zu jagen, würde ich gerne Herzensbrecher benutzen. Suchen, sehen Sie die Herzen großer Tiere mit Überlebensinstinkten. Der Herztreffer verursacht massiven Schaden. So sieht das dann ungefähr aus. Das passt. Liste der Krähe. Sehen Sie Fallen mit Überlebensinstinkten. Das versuche ich einfach mal so hinzukriegen. Aber das wäre vielleicht Blick des Adlers, Weisheit der Eule. Sehen Sie Herausforderungsobjekte. Das, die beiden hätte ich gerne. Die würde ich gerne noch nehmen. Damit wir so viel wie möglich halt loskriegen. Ich würde ja jetzt sagen, im Sinne des Let's Plays, aber das stimmt nicht. Weil ich hier streame, als wärt ihr nicht da. Nur, dass ich mich mit euch unterhalte und meinen Handlungen versuche, einen Grund zu geben. Soll aber nicht bedeuten, dass ihr nicht mitreden könnt. Als die Welt um sie herum zu bröckeln begann, entschieden sich die Menschen weiterzuziehen. Es drängte sie nach Süden, um zu verhindern, dass das ihnen anvertraute Artefakt ihren Feinden in die Hände fällt. Alles klar. Mittlere Dialekte verbessert. Ich kann jetzt mittlere Monolithen entziffern. Super. Die Monolithen haben verschiedene schwierige Sprachen. Man kann von Anfang an nicht alle Monolithen, die sie auf Schätze hinweisen. Nach Jahrhunderten voller Stürme und Erdbeben. Wie heißt... Nicht jeden Monolith kannst du von Anfang an übersetzen, weil er einfach nur etwas schwierigere Sprache hat. Das bedeutet... Wow, bloß nicht nach unten gucken, Lara. Du musst erst anfangen, deine Sprachkenntnisse zu verbessern, indem du solche Sachen halt entdeckst. Wäre eine Leiter, wenn es richtig herum wäre. Das weiß ich, Lara. Ich will nicht wissen, wie oft ich hier jetzt verrecken werde. Ich habe das ja schon ein paar Mal gemacht, muss ich gestehen. Und auf eine Sache könnt ihr euch sicher sein, wenn irgendwann in diesem Jahr Horizon Zero Dawn auf PC rauskommt,
oder ich mir inzwischen eine PlayStation und eine Capture Card geholt habe, eins von beiden, dann geht's rund. Dann werde ich alle Projekte wahrscheinlich kurzfristig klar, kurzfristig einstellen. Einen Anlauf nehme ich noch. Nicht bei Shadow of the Tomb Raider. Sorry, Justin, das werde ich kannst du vergessen. Achso, da brauche ich meinen Bogen. Sieht vielversprechend aus. Bei den Survival Games, wie gesagt, Green Hell oder so, wäre es ganz geil. Weil das in meinen Augen einfach passt. Ja, wenn du ein Survival-Spiel spielst und du da halt tot bist, dann bist du halt tot. Noch nicht, Lara. Geschafft. Okay, ich muss jetzt einfach nur warten, bis das richtig ist und dann hoch. Weil Shadow of the Tomb Raider, das ist dann doch zu extrem. Das geht einfach zu schnell. Bei Survival kannst du es wenigstens noch so ein bisschen planen. Aber hier kann es halt schon mal einfach mal Pech aus der Situation sein. Zum Beispiel Stranded Deep, da kannst du das halt selbst so ein bisschen abschätzen, wo du sagst, okay. Mehr Segel. Vielleicht übersehe ich irgendwas. Ich bin da rüber gegangen, aber vielleicht sollte ich da hoch. Macht das Sinn? Ja, macht Sinn. Ich muss hier drüber springen, okay. Und dann hier lang. Bei Green Hell ist es halt schwierig, aber es ist nicht unmöglich. Hier ist mir das zu random. Obwohl ich auch nicht glaube, dass es jetzt großartige Probleme gibt. Schnell, Lara, schnell, 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 schnell. Das knapp. War knapp. Mädchen, wir sind auf einer Wellenlänge. Okay, hier geht's casual runter. Lass mich mal ganz kurz was überlegen. Ah, okay, hier war noch was. Versteckt kein gutes Essen vor Gästen, sonst verwandelt es sich in Würmer. Geil. Versteckt kein gutes Essen vor Gästen, sonst verwandelt es sich in Würmer. Das bringt nichts. Klingt beides nicht. Okay. Lass mich mal kurz überlegen. Das muss doch einen Grund haben. Kann ich das irgendwie... Ziehen kannst du das nicht lernen. Doch. Gut. Okay, kann okay, die Tür okay, okay. Nicht mehr halten. Okay, 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 okay. Man könnte allerdings mal so einen Substream machen, indem man sagt, ja, das hält. Indem man sagt, Dingsbums,
nehmen uns irgendein Spiel vor, wo man tausendmal stirbt, machen uns auf Hardcore, immer wenn der Graf stirbt, muss er einen kurzen heben und gucken, wie lange das geschafft hat. Ich muss zurück. Kann ich aber auch von hier machen. Ich brauche einen anderen Weg nach oben. Bleibe ich lieber hier. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in solchen Streams geht es mir immer so beschissen. Habe ich einmal vom Sluxy herziehen lassen. Und weiter. Muss man schnell sein, sonst wird man... Das Ding hält für dich nicht an. Da bin ich beim ersten Mal. Oh, er hat erstes Mal gesagt. Hurakan, von Auge zu Auge in einem Tempel zu deinen Ehren. Ja, jetzt einfach runter. Aber da gibt es sowieso noch Probleme. Beim ersten Mal bin ich hier so oft verreckt. Also mindestens 3-4 Mal. Vorsichtig. Und jetzt einfach schnell, 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 sonst macht's Ohr. Jonah, ich habe die Adlerprüfung erledigt. Die verborgene Stadt kann nicht mehr weit sein. Ruhig. Ich hoffe, es leckt nicht zu sehr bei euch. Aber da kann ich einfach leider nichts machen. Nicht mehr. Wenn schon richtig. Das sind die Grafikeinstellungen. Dieses Licht, was er ab und zu mal sich ändert. Das ist bei den leichten Einstellungen oft so. Leider. Haben sie ein bisschen verschissen. Gibt's hier auf dem Boden noch irgendwas? Nö. Ich kann jetzt von allem wieder sammeln. Deswegen sind Händler hier so wichtig. Lass mich raten, ich muss irgendwie hier hoch. Nee, andersrum. Oder komme ich hier zurück? Nee. Warte mal, hier gibt es doch bestimmt irgendwas. Wozu war das jetzt gedacht? Ich meine, man kann da irgendwie von da oben sich da runter Hier kommt man zurück. Achso, okay, kommt man nur zurück, okay. Weiß zwar nicht, warum sie das eingebracht haben. Ja, doch, vielleicht schon. Es laggt nicht, gut. Ich hoffe, die Qualität ist einigermaßen akzeptabel. Ich habe nämlich gemerkt, als ich den Stream selbst runtergeladen habe, dass die Qualität manchmal ein bisschen nachlässt. Von wegen so ein bisschen pixelig oder so. Der Blick von hier oben ist unglaublich. Die Bam, der Lack steht. Ich mach mal kurz das Fenster auf. War heute ein relativ warmer Tag. Jonah? Verdammt. Da wird ein Spaß. Federn! Super! Hier! Und ein neues Lagerfeuer! Wunderbar! So, sonst habe ich nichts. Das ist aber auch nicht schlimm.
erste Mal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was?